Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator. Ja, bevor ich jetzt hier anfangen möchte, den Motor wieder zusammenzusetzen von unserem Hellcat, den wir hier zum Verkauf haben, habe ich hier eine kleine Änderung vorgenommen. Und zwar, Andreas, ja, du hast mich ja gefragt, warum ich hier einen anderen Querschnitt drauf habe vorne als hinten. Da war ja ein 35er Querschnitt drauf. Es war ein Versuch wert. Ich wollte gucken, sieht das irgendwie optisch anders aus oder macht das irgendwas her? Und ja, macht irgendwie keinen Unterschied großartig. Hab jetzt hier zwei Reifen drauf gemacht, ebenfalls mit einem 35er Querschnitt wie hinten. Und ja, jetzt passt es wieder. Ich würde sagen, wir können den Wagen als fertig bezeichnen. Ja, machen wir einfach mal. So, dann wollen wir mal gucken, was sie jetzt an Leistung hat. Oh, ich habe keinen Motor drauf gefüllt. Ach, guck an. Sachen, die wir vergessen haben. Er sieht ja schon richtig geil aus, wieder der Motor, ne? Wie das hier schön glänzt und ein sehr schöner, sauberer, neu aufgebauter und gepflegter Reihensechszylinder. Ein Traum. Also ich würde sagen, ja, sieht geil aus. Definitiv. Oder? Sieht doch nice aus, wenn man da so mal reinguckt. Finde ich schon. So, dann, wie gesagt, jetzt gucken wir mal. Leistung. Ein wenig haben wir ja dran gemacht am Motor, aber nur wirklich ein bisschen. Mal gucken, wie viel PS das bringt. Wir machen hier mal wieder die Tür zu wegen den Nachbarn. Die Haube machen wir mal zu. Ja, doch, nice. Schauen wir mal. Möchtest du den Motorprüfstand? Ja, möchte ich. So, aktuell oder laut Hersteller im Originalzustand hat er 150 PS bei 173 Newtonmetern. Ja, dann, ne? Gucken wir doch mal. Ja, 16,1% mehr PS, 25% mehr, 25 PS mehr auf 175 PS bei jetzt 198 Newtonmeter. Ein bisschen mehr Leistung hat er bekommen. Ja, ist doch nice, oder? Finde ich gut. Finde ich richtig gut. So, dann machen wir. Was? Nein, das wollte ich nicht. Dann wollen wir den doch mal bitte auf die Viertelmeilenstrecke jagen. Jetzt wollen wir ja auch wissen, wie schnell ist das Ding und wie lässt er sich fahren. Ja, doch, ich finde es erstmal gut gelungen. Muss ich sagen. So, VMAX-Teststrecke bitte. Da war sie schon. Und zwar mit den Secura GT20. So, dann schauen wir uns den doch mal an. Oh yeah. Ja, doch. Irgendwie hat das was. Finde ich zumindest. Ja, da wollen wir das Ding noch mal auf die Strecke bewegen. Wir geben mal Gas. Auf geht's! Das ist übelst laut, wie immer. Naja, das schnellste ist es nicht, ne? Vier Gänge nur. Aber er hat die 200 km/h-Marke geschafft. Juhu. Ja, der schnellste ist es nicht, aber gut.
Tja. Ne? Ist nicht ganz so schnell mit 200 km/h. Na gut, das ist ein altes Auto, ne? Aber passt schon, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Doch, gefällt mir. Ja, dann würde ich sagen, bockt man den erstmal auch wie alle anderen Fahrzeuge ein. Dankeschön. Und ja, begeben uns mal an den Motor hier, weil den müssen wir jetzt auch mal. Wenn er euch aufgefallen ist, ich habe ein bisschen mehr Geld wieder. Wir hatten ja, ich glaube, 160.000 oder so. Ich habe ungefähr wieder 30.000 gemacht. Ich habe nochmal zwei, drei Autos gemacht, die mit Motorschaden am Start waren. Was? Ach so. Nee, anders so. Quatsch. So. So, danke. Motorblock. Jawohl. Ein nagelneuer Motorblock. So soll es sein. Dann sollten wir mal hier den ganzen Kladderadatsch wieder reinschmeißen. Kolben habe ich direkt Tuningkolben geholt. Ich habe ja gesagt, an dem Wagen will ich motortechnisch ein bisschen mehr machen. Also sprich etwas mehr reinstecken, dafür aber auch hoffentlich mehr rausholen. Unser Hellcat, der war ja, oh gut, der ist vollgetunt, aber der hat ja richtig Geld gebracht. Oder was heißt, der würde richtig Geld bringen, sagen wir es mal so. Und ja, da habe ich mir gedacht, sollten wir hier an dem Motor vielleicht doch ein bisschen mehr machen. Und ja, in der Hoffnung, dass wir da dann doch ordentlich Geld für bekommen. Schön wäre es auf jeden Fall. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber wir müssten, also mit Auto, was wir bezahlt haben, ich glaube so um die 40.000 jetzt investiert haben. So Pi mal dicker Daumen. Würde ich jetzt das mal so behaupten. Einfach. Ich würde jetzt einfach mal solche Behauptungen in die Werkstatt schmeißen. So. Pleuel-Lagerdeckel. Da ist mir beim Einkaufen zum Glück eingefallen, dass mir noch einer fehlte. Habe schon mal einen neuen gekauft. Müsste also demnach jetzt aufgehen. Ich liebe es ja, ne? So ein Motor, wenn er so neu ist, der sieht so geil aus, ganz ehrlich. Alles am Glänzen, alles schön. Da möchte man am liebsten gar kein Öl einfüllen, so schön sieht das aus. Aber dann wäre auch schön schnell kaputt. Ohne Öl. Oder man stellt ihn sich irgendwo so in die Vitrine ins Wohnzimmer oder so. Haha. Okay, eine Ölwanne habe ich nicht gekauft. Gut so ist. Dann ne, packen wir die Ölwanne doch mal einfach auf die Einkaufsliste, würde ich jetzt mal so sagen. Obwohl, ach komm, scheiß drauf, weißt du was. Wir kaufen die direkt. Zack, was sind das für eine Ölwanne V8 OHV? Ölwanne V8. OHV, da haben wir sie doch. Sehr schön. Dann packt man die nämlich auch direkt da drunter. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dann machen wir dann nicht nachher noch rum zu Kasper. Ich gehe mal davon aus, dass da so oder so noch das ein oder andere Teil fehlen wird. Was da am Motor wahrscheinlich nicht mehr dran war und ich auch irgendwie jetzt nicht um Schirm. Was? Moment, Ölfilter müsst ihr haben. Oder auch nicht. Ah ja. Oh. Es könnte sein, dass ich den Ölfilter bei irgendeinem Kundenfahrzeug mit verbaut habe. Das möchte ich da jetzt nicht ausschließen, dass mir das passiert ist. Aber jetzt sollte es losgehen. Oh. Servopumpe haben wir, Entschuldigung, haben wir neu, haben wir repariert, habe ich jetzt nicht neu gemacht.
Genauso wie Nockenwelle und so. Also ganz übertreiben wollte ich dann auch wieder nicht. Weil, ne? Das muss ich ja auch irgendwie wieder rechnen. Die ganze Geschichte. Zylinderköpfe hätte man noch als Tuning-Teile holen können und. Ja, wie gesagt, ich wollte es nicht komplett übertreiben. Das wäre es dann auch wieder überhaupt gar nicht gewesen. Und von daher habe ich mir gedacht, nein, danke. Aber die Zündkerzen sind als Tuning-Teil am Start. Das auf jeden Fall. Dann der Abgastrümmer, auch Tuning. Weil da hat man ja eh eine Edelstahl-Tuning-Auspuffanlage drunter. Und ja, dann wäre es ja dumm gewesen, da kein Tuning zu machen. Was ich allerdings ausprobieren werde, ich bin mir da nicht hundertprozentig jetzt sicher, weil ich dumm bin. Hier war ja ein Ansaugkummer V8 OHV Einvergaser. Aha, okay. Wie kann ich das denn bitte erweitern, dass es auf zwei Vergaser geht? Weil die Teile an sich sind baugleich. Wie kann ich das weil ich muss sagen, wo ist das Ding jetzt hier? Da. Zwei Vergaser, ein Vergaser. Den muss ich jetzt noch kaufen, weil ich hatte mir gedacht und auch gehofft, dass ich das erweitern kann. Oder können wir das auf den Kompressor erweitern? Das wäre natürlich auch nochmal komplett anders, ne? Da müsste. Kann ich da jetzt den Ansaugkrümmer für den Kompressor draufpacken? Würde das passen? Moment mal, habe ich noch einen auf Lager liegen? Bevor ich da jetzt einen kaufe. Oh ja, guck an. Perfekt. Ja, schau mal her. Danke. Probier was doch aus, ne? Okay, können wir nicht. Schade. Dann müssen wir den Motor komplett umbauen. Das ist natürlich wieder. Nein. Ein ganz klares Nein. Sage ich dazu. Wo ist das Ding? Da. Einmal und zweimal. So. Da muss ein ganz klares Nein raus, weil habe ich ja gar keinen Bock, weil das kostet auch wieder richtig Geld. Und ja, wie gesagt, ne, wir wollen damit Geld verdienen, wir wollen nicht Minus machen. Minus machen wäre schlecht. Zündverteiler-Tuning. Verteilerläufer als Tuning. Und eine Verteilerkappe als Tuning. Klammern habe ich sogar. Yay. Zack, einmal und zweimal. Dann das Kraftstofffilter. Auch Tuning. Zündspule müsste auch Tuning sein. Eins, nice. Den Vergaser mache ich jetzt noch nicht drauf. So, und die Zündkerzen an. Na, komm her. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Yay. Schönen Zündkabelsatz da drauf und schon sieht das Ding auch wieder endgeil aus, oder? High Power Output.
Ja, läuft auf jeden Fall. Das nenne ich mal, yo. Nice. Definitiv nice. Sehr schön. Ja, aber die Zeit ist auch schon wieder rum. Die Folge ist am Ende. Motor haben wir noch nicht ganz fertig gekriegt. Ich werde ja mal gucken, wie ich es mache, ob ich jetzt hier die Ventilschlüsselstange schon einsetze. Schauen wir mal. Aber ja, das sehen wir dann. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen, kostenloses Abo reinknallen. Wenn ihr dabei bleiben wollt, schaut auch gerne mal in meine anderen Videos rein. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.